Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Luke Brandenburg, Medical Fitness Trainer und herzlich willkommen zum dritten Teil. Ich leg kurz mein Handy weg. Der Reihe zum Thema X-Beine. Ja, Training gegen X-Beine, Übung gegen X-Beine. Ich habe in der Überschrift mal wieder geschrieben, die ultimative Übung gegen X-Beine. Und das ist sie auch. Ja. Schaut euch bitte, bevor ihr jetzt hier loslegt, die ersten beiden Teile zum Thema X-Beine an. Ich habe euch sowohl eine Mobilisation der verspannten, zu stark angespannten Muskulatur gezeigt, die für X-Beine verantwortlich ist. Ich habe euch eine korrigierende Übung gezeigt, um die Schwachpunktmuskulatur zu aktivieren. Auch hier an der Stelle nochmal die kurze Erklärung. So eine Fehlhaltung, ja, oder eine Schonhaltung wie die X-Beine, die entstehen aus einer Kombination aus zu stark angespannter Muskulatur und einer zu schwach aktivierten Muskulatur, ja, beziehungsweise wenn X-Beine angeboren sind, dann entsteht die Muskulaturspannung um die X-Beine herum. Und das ist eine gute Idee, da mal dem Körper ein bisschen Abwechslung zu geben. Ja, das heißt auch hier nicht die Versprechung, dass die X-Beine weggehen. Ja, wenn ihr euch die antrainiert habt, dann ja. Wenn die seit der Geburt sind, ja, kann man da graduell tatsächlich auch immer noch was dran machen. Aber wie gesagt, die muskulären Fehlspannungen, die führen zu Schmerzen, die führen in Wahrheit auf lange Sicht auch zu Problemen. Deswegen, die wollen wir beseitigen. Und ich zeige noch mal ganz kurz die Technik aus dem letzten Video. Ja, da habe ich die Hüfte korrigiert, indem ich hier so ein Feedback-System erschaffen habe. Wie gesagt, schaut euch das Video an. Und ich habe euch ja erklärt, dass die Außenrotation der Hüfte, ja, wichtig ist zu trainieren. Dabei müssen wir auch beachten, dass der Fuß gerade steht, dass das Fußgewölbe aufgerichtet ist. So, wenn wir das geklärt haben, dann ist es tatsächlich so, dass nach oben hin auch viel Fehlerpotenzial ist, denn der Körper, der arbeitet immer ganzheitlich in Muskelketten. Auf dieser, ich nenne es jetzt mal Beinlinie und der Muskulatur, die zu X-Beinen führt, liegt eine Linie, die heißt Spirallinie. Ich werde sie mal hier einblenden. Da seht ihr, da gehört die komplette Fußmuskulatur zu. Das geht hier in die äußere Oberschenkelmuskulatur, weiter internus, externus, serratus, pectoralis. Ist jetzt auch nicht ganz so wichtig. Was ihr wissen müsst, wenn ihr diese X-Beinstellung, also die Außenrotation der Hüfte aktiviert, dann kann der Körper auch fieserweise über das Becken abhauen. Das heißt, ja, es gibt immer eine offene und eine geschlossene Kette. Da müsst ihr euch jetzt mal ein bisschen reindenken. Ja, versucht das mal nachzuvollziehen, was ich jetzt erkläre. Ja, wenn ich den Fuß, die Fußspitze nach außen drehe, dann habe ich eine Außenrotation. Wenn ich die Fußspitze nach innen drehe, habe ich eine Innenrotation. So, einfach und sofort. Wenn ich den Fuß jetzt abstelle, gerade nach vorne, ja, dann kann trotzdem eine Rotation in der Hüfte stattfinden. Ja. Wenn ich die offene Seite des Beckens nach hinten drehe, ja, also so, dann habe ich eine Außenrotation im Hüftgelenk. Wenn ich hier so nach vorne gehe, habe ich eine Innenrotation im Hüftgelenk. Auch mal von der Seite vielleicht, Innenrotation, Außenrotation. Und dafür zuständig ist halt eben eure Rumpfmuskulatur, Chormuskulatur. Und um da auch wirklich ursächlich gegen das X-Bein vorzugehen, folgende Übung. Und zwar die statische Antirotation im Stehen. Um das jetzt vormachen zu können, muss ich tatsächlich mal eben die Seite wechseln. Ja, das heißt, wenn jetzt mein linkes Bein von der X-Bein-Problematik betroffen ist, ja, kann ich hier dieses Feedback-System installieren. Ja. Was ich dann mache, ich gehe in einen Ausfallschritt. Einen kurzen Ausfallschritt, gehe leicht ins Knie und Hüftgelenk rein. Ja. Sieht von der Seite so aus. Ja. Was ich jetzt machen kann, die Spirallinie, die geht halt, wechselt halt die Körperhälfte tatsächlich. Internus, externus, pectoralis der Gegenseite, das ist ein Adduktor des Armes. Ja. Bam. Diese Position mache ich gleich. Bring hier den Griff vor das Sternum und jetzt halt wichtig, in die Außenrotation gehen, aber nicht mit dem Becken folgen, habe ich wieder eine Innenrotation, sondern hier neutral ausrichten und dann den Griff nach vorne bringen. Jetzt ist die Position sozusagen geladen. Ich werde in Wahrheit hier in diese Außenrotation gezogen. Ja, das könnt ihr euch so vorstellen. Ja, so. Hier, das könnt ihr ausprobieren, das zieht mich nach da.
So, und um das halt zu verhindern, klar, ich stelle den Fuß hinten ab, ja, aber trotzdem habe ich immer noch ein Momentum nach da. Ich arbeite dagegen, ja, jetzt auch nicht ins Knie, ins X-Bein fallen, das ist völlig normal, dass das jetzt schwieriger ist. Ja, genau den Trainingseffekt wollen wir uns holen. Bam! Ja, ich lade hier das Knie, stelle die Hüfte quer und dann lade ich die Kette, indem ich den Griff nach vorne drücke, TVA aktivieren, in den Brustkorb atmen, ja, und das Ganze 20 bis 30 Sekunden statisch halten. Ja, ist eine total wertvolle Übung. Solltest du Rückfragen haben oder es Unklarheit zu der Übung geben, schreib sie mir in die Kommentare. Nimm bitte eine Lektion aus diesem Video hier mit, und zwar, du kannst ein Problem wie das X-Bein nie isoliert betrachten. Ja? Das heißt, wenn du jetzt hier einfach nur an deinem X-Bein rumarbeitest, ja, dann hast du nachher vielleicht einen Hohlfuß, ja, oder eine Disbalance in der Hüfte. Ja? Es kommt eben zu einer Verlagerung der Symptomatik, aber nicht zu einer Beseitigung der Ursache. Wichtig ist immer wirklich auch hier die ganzheitliche Ausrichtung des Körpers. Ich habe es ja gerade angesprochen, TVA-Aktivierung, ja. Aufrichtung der Brustwirbelsäule ist auch noch ein Thema. Beckenansprache, ja, alles ursächlich oder beziehungsweise Dysfunktion, Fehlhaltung, Bewegungseinschränkungen sind ursächlich für deine X-Bein-Problematik. Und genau um die Sache halt auch wirklich ursächlich zu beseitigen, ja, in ihrer ganzen Tragweite, habe ich für dich das Medical Fitness System ins Leben gerufen. Schau einfach mal in der Videobeschreibung vorbei. Das Beste daran ist, völlig kostenlos, ja, du kannst dich einfach unten registrieren und dann schicke ich dir deine Zugangsdaten zu. Eine weitere coole Sache, es gibt eine dazugehörige Facebook-Gruppe, wo ich dich supporte, wo ich viel kommentiere, wo ich sehr aktiv bin, beratend dir bei Problemen zur Seite stehe und natürlich auch sich viele weitere Leute sammeln, die eben eine solch gelagerte Problematik haben. Im Schwerpunkt geht es halt hier um Fehlhaltung, die vor allen Dingen und Schmerzen, die die Wirbelsäule betreffen. Aber wir werden da auch in Zukunft das System erweitern und speziell auf X-Beine auch ausrichten. Ja, deswegen einfach mal vorbeischauen. Und ja, ich sehe dich da wieder oder spätestens im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.